Achtung, Witz! Ein Skelett betritt die Kneipe. Ich hätte gern ein großes Bier, aber mit Wischlappen, wenn es geht. Witzig oder in diesen Tagen einfach nur geschmacklos? In einigen Biersorten wurden bis zu 28 Mikrogramm des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat gemessen. Das 300-fache des gesetzlichen Grenzwerts. Hallo? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, solange noch eine da ist. In Kombination mit anderen Alkoholika wird die Wirkung des Giftes sogar noch potenziert. Beispiel: Sie eröffnen den Abend mit einem halben Liter Doppelkorn, wechseln später zu 60-prozentigem Gin, noch später zu Storo. Normalerweise kein Problem. Doch nur ein harmloses Bierchen und Sie sind für immer erledigt. Zu Recht geht ein Aufschrei durch Deutschland. Will man den einfachen Leuten jetzt ihren letzten Spaß nehmen? Soziologen sprechen bereits von einem Anschlag auf die Unterschicht. Nun sagen die notorischen Verharmloser, dass ein erwachsener Mensch etwa 1000 Liter Bier trinken müsste, bevor das Glyphosat gesundheitsschädlich wird. Das ist zwar schwierig, aber machbar. Und es kann sich schnell zu einem Flächenbrand ausweiten. Vielleicht liest man bald schon Schlagzeilen wie Arsen im Riesling, Herbizid im Champagner, Ziankali im Eierlikör. Steht die Republik also vor dem kollektiven gesundheitlichen Kollaps? Oder müssen sich die Deutschen vielmehr den Vorwurf gefallen lassen, ein Volk von Hysterikern zu sein? Was wurde eigentlich aus dem Rinderwahn? Der Schweinepest, Vogelgrippe. Vielleicht haben sie aber auch Angst vor der allerneuesten Epidemie, der Pudelseuche. Zu Recht. Bei dieser aus England eingeschleppten Seuche bekommen die betroffenen Pudel kerzengerade Haare. Entsetzlich. Oder sind wir mal wieder einem bitterbösen Scherz aufgesessen? Beantworten Sie diese Frage doch am allerbesten selber. Weiter, wir kommen langsam ans Eingemachte. Was heißt das überhaupt? Grenzwert, Richtwert, Höchstwert? Seitdem die allgemeinen Messverfahren um den Faktor von 1 Million verbessert wurden, messen wir uns zu Tode. Man kann bereits jetzt ein einziges Stück Würfelzucker im Bodensee nachweisen. Raucht ein Bauer im Hühnerstall ein Zigarettchen, lässt sich noch in 800 Jahren in den Eiern Nikotin nachweisen. Lässt Oma Friedel. Lässt Oma Friedel einen harmlosen Darmpups, kann man das noch in 10.000 Kilometern Höhe messen bzw. riechen. Was ich damit sagen will, alles ein Sturm im Bierglas. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will, besorgt sich die brandneue App Gift im Bier. Sie lassen ihr Handy einfach ins Glas fallen und es misst, bevor es kaputt geht, noch schnell die Glyphosat-Konzentration. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend.